Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich wieder mit euch einmal ein aufgebraucht Video. Angedüftelt ist bei mir ja nie aktuell, weil ich habe ja, ihr wisst es, so viele Düfte immer angedüftelt. Wenn ich die jetzt dann noch mit reinnehme, dann sitzt man da 3 Stunden. Haben wir jetzt geschwind einen Kaffee gemacht. Es geht nämlich dann auch gleich weiter mit meiner Studioarbeit. Aber ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, für mich ist das neue Jahr. Also ich wünsche euch an dieser Stelle, weil bei YouTube habe ich das ja noch nicht gesagt, ein wunderschönes neues Jahr, viel Erfolg, viel Glück, Gesundheit, dass all eure Wünsche und Ziele in Erfüllung gehen. Und bei mir war so ein Ziel, dieser Umbruch ins neue Jahr einfach einmal auszumisten, auszuräumen. Und deswegen ist es mir jetzt auch Bedürfnis, mit euch das aufgebraucht Video zu machen, damit ihr auch diese, stehen oder diese ganzen leeren Verpackungen endlich wieder loswerde. Das hat sich schon getürmt. Ich wollte es eigentlich in einen schönen Korb hineingeben. Ich habe aber kein so großes Körbchen, wo ich diese ganzen Türme an Düfte hätte hineingeben können. Das wäre alles rausgefallen. Deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich da hin und wir gehen diese Düfte durch. Ich habe keinen Katalog zur Hand, ich werde euch auch keine Duftbeschreibungen sagen, sondern ich möchte mit euch wirklich lediglich durchgehen, wie ich das wahrgenommen habe, also welche Duftkomponenten ich da so herausrieche und vielleicht interessiert es den einen oder anderen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Anfangen tun wir das, das habe ich in diesem tollen Angebot gekauft und zwar ist es der Pink Leather. Pink Leather ist ja ein Duft, den ich habe das immer wieder mitverfolgt, sehr, sehr viele geliebt haben, Berater wie auch Kundinnen. So ein richtig schöner, edler, parfümiger Duft. Ich meine, da ist Erdbeere drinnen gewesen. Auf jeden Fall dieses rosa Leder. Und es hat einfach was Parfümiges, leicht Fruchtiges. Richtig schöner Duft. Habe auch noch einen da. Das einzige Manko bei diesem Duft ist, dass er an dicken stärker sein könnte. Ich habe ihn sogar in meinem Club drin, weil der Duft wirklich schön ist. Aber da muss ich schon in meinen ganzen Räumen, also ich habe ja das Wohnzimmer relativ groß, also so circa 40 Quadratmeter offen mit Wohnzimmer und Küchenbereich. Also da verteile ich dann schon, wenn ich das Studio auch noch mitnehme, eigentlich eine ganze Bar, damit ich ein richtig schönes Dufterlebnis habe. Aber der Duft an und für sich richtig schön, könnt ihr ja leider nicht mehr kaufen. Ich habe ihn mir in den Club gelegt, weil einfach der Duft es mir wert ist. Ich schaue mal, wie lange ich ihn drin behalte und sonst kommt er halt dann einfach irgendwann einmal wieder raus. Pink Leather auf jeden Fall sehr schön. Dann habe ich als nächstes, bleiben wir gleich bei diesen rosa, schönen, hochwertigen Düften, Cozy Cardigan zweimal. Ich habe auch, ich gebe es ehrlich zu, nicht alles alleine verdüftet, sondern natürlich auch immer, wenn ich Packungen geöffnet habe, dann auch für euch, für meine Kunden Proben gegossen. Also das heißt, ich habe nicht im Winter so viele Packungen gebraucht, um an Duft für mich zu Hause zu schaffen oder erschaffen, sondern da gehen dann immer auch Würfel dafür auf, dass ich für die Kunden Pröbchen mache. Und ich bin halt einfach, als muss man dazu sagen, eine sehr intensive Düftlerin. Also ich stehe eher so auf die intensiven Düfte und wenn mir Düfte sehr gefallen, die eher leichter sind, die nicht so viel Wumms haben, dann gehe ich einfach her und schmeiße mehr Würfel hinein, dass ich einfach wirklich was wahrnehme, weil ich einfach die Düfte sehr gerne mag. Und das ist zum Beispiel auch bei Cozy Cardigan der Fall. Cozy Cardigan ist für mich ein absolut schöner, sinnlicher, parfümiger, hochwertiger Duft. Ich liebe den einfach. Richtig, richtig toll. Dieser Duft landet auf jeden Fall dann nächsten Monat, wenn wir, also im März beginnt die neue Saison, nächstes Monat haben wir dann die Möglichkeit, alle Auslaufdüfte in den Club zu legen. Bis jetzt war es immer so, dass Cozy Cardigan im Sommer rausgegangen ist. Den möchte ich mir aber auf jeden Fall behalten und deswegen werde ich den auch definitiv in den Club legen. Cozy Cardigan, absolute Empfehlung von mir, wer es gern hochwertig, so ein bisschen parfümig, edel mag, ist da auf jeden Fall richtig bedient. Es kommt aus der frischen Kategorie, es ist also ein bisschen ein frischerer Duft, aber richtig, richtig schön. Zwei verbraucht, also dann wird der Turm gleich schneller, kleiner. Habe ich auch bei Fluffy Fleece. Fluffy Fleece ist es so ein richtig schöner, hochwertiger, kuscheliger, frische Wäscheduft. Ich bin aber ganz ehrlich, ich mag Fluffy Fleece auch im Wohnzimmer. Ja.
Es ist für mich nicht nur ein reiner Badezimmerduft, Wäscheduft, sondern ich mag Fluffy auch im Wohnzimmer. Der hat eben diese Moschusnote drinnen. Das macht es auch. Das ist nicht so süßlich. Jetzt muss ich das mal vergleichen. Nicht so süßlich zum Beispiel wie Cozy Cardigan. Das ist also ein bisschen leichter, süßlichere, schon frische, aber leicht süßlichere, damenhaftere Duft. Fluffy Fleece ist halt durch den Moschus, hat schon einen dicken Maskulin dabei. Also Moschus ist ja in Männerparfüms vor allem auch drinnen. Richtig schön. Also ich liebe diese Düfte auch dort Pröbchen gemacht und bei mir zu Hause verdüftelt, verbraucht. Dann natürlich, was nicht fehlen darf, mein absoluter Renner. Und auch dieser Duft wird in den Club gehen, dieses Jahr alleine. Dieses Jahr geht Winterberry Apple Tea von den Weihnachtsdüften alleine in den Club. Das ist für mich einfach einer, den gab es zwar, also ich habe das auch so ein bisschen recherchiert oder mitgelesen mit den anderen Beratern, den hat es jetzt immer gegeben. Also die Gefahr ist vielleicht nicht so hoch, dass es den nächstes Jahr nicht mehr geben wird. Aber das ist tatsächlich, also Winterberry Apple Tea ist tatsächlich für mich so dieser Wintertee mit Honig, Würze drinnen, fruchtig, richtig schön. Und der geht bei mir von Herbst weg schon bis wirklich jetzt, wenn die Weihnachtszeit dann vorbei ist, ist für mich Winterberry Apple Tea immer mit dabei. Jetzt habe ich nichts mehr, habe ich tatsächlich heuer verbraucht. Werde ich mir jetzt auch nicht mehr bestellen. Ich werde ihn dann in den Club hineinlegen. Und dann kriege ich ihn ohnehin wieder sozusagen auf Vorrat und über den Sommer. Und dann kann ich im Endeffekt, habe ich dann nächste Saison im Winter auch wieder genug da, um den für mich zu verwenden. Was für ein Duft, wo ich noch nicht sicher bin. Vielleicht kommt der in den Club, vielleicht, ich weiß es aber noch nicht. Ach, Cranberry and Cardamom. Richtig intensiver Duft. Habe ich jetzt auch wieder das Feedback einer Kundin bekommen. Da habe ich auch Pröbchen gemacht, Herzchen gemacht und auch andere Figuren. Und die hat jetzt in die Lampe gelegt. Sie hat gesagt, Bianca, der ist so intensiv, dass ich schon diese Probe eine Woche im Haus drinnen habe. Und der ist schon richtig intensiv. Also Cranberry Cardamom ist auf jeden Fall ein richtig fruchtiger Duft. Da kommt die Kirsche auch als erstes heraus. Diese Cranberry würde ich gar nicht als erstes wahrnehmen, sondern definitiv eine Kirsche. Und das Fruchtige, aber mit diesem Kardamom, das ist leicht würzige, aber da ist kein Zimt zum Beispiel drin. Für alle, die Würze mögen, die fruchtig mögen, so ein bisschen für die Festtage, aber keinen Zimt mögen, ist zum Beispiel Cranberry Kardamom ein richtig toller Duft. So. Als nächstes Frosty Air. Frosty Air ist ja ein neuer Duft, genauso wie der Cranberry Cardamom. Der Cranberry, so Zungenbrecher. Cranberry Cardamom ist ja ein Duft, der heuer neu gekommen ist. Frosty Air zum Beispiel ist ein Duft mit Maiglöckchen. Ich mag das. Frostig, trotzdem so ein bisschen blumig. Ich mag den auch, weil er sehr intensiv ist. Also diese Maiglöckchen sind scheinbar etwas, die Wumms geben, die wirklich in der Lampe sehr gut performen. Finde ich, ist ein toller Duft. Aber das ist für mich jetzt zum Beispiel kein Clubkandidat. Für mich ist ein Clubduft wirklich etwas, also wie soll ich das jetzt erklären? Ich will natürlich nicht hunderte Düfte in meinem Club drinnen haben. Ich muss die ja dann auch regelmäßig bezahlen, damit mir die Düfte erhalten werden. Und ich weiß, ich vertraue da zutiefst drauf, dass es auch nächstes Jahr wieder richtig schöne Düfte bei Sensi geben wird. Und ich habe auch vom Frosty Air noch eine Packung da. Und das reicht mir jetzt auf jeden Fall mal aus. Ist vor allem jetzt, finde ich, im Januar schöner Duft. Ist, hat zwar was Winterliches, aber nichts mehr Weihnachtliches. Also das ist kein weihnachtlicher Duft. Frosty Air passt jetzt wirklich so für den Januar, für den Februar, wenn es draußen zwar noch kühl ist, noch kalt ist, aber man trotzdem schon so ein bisschen frischen Wind in den Räumen drinnen haben will, da ist Frosty Air auf jeden Fall eine Empfehlung. Sehr gut und auch sehr intensiv. Dann habe ich voriges Jahr gar nicht so am Schirm gehabt, heuer habe ich das probiert, auch für Pröbchen, Jammy Time. Jammy Time ist ja Bestseller bei Sensi, glaube ich. Wird auch sehr gerne verwendet, wenn man zum Beispiel im Schlafzimmer eher beruhigend, weil da auch Lavendel drinnen ist. Ist auch in der frische Kategorie.
Und ich mag den Duft sehr gerne. Ich bin aber von Haus aus ein Lavendel-Fan, also ich bin ein Lavendelöl-Liebhaber. Und da ist Jammy Time ein richtig schöner, abgerundeter Duft. Ich habe den tatsächlich noch nie für die Wäsche probiert, warum auch immer, keine Ahnung. Ich habe aber jetzt auch so viele Wäscheprodukte noch da. Auf jeden Fall werde ich das irgendwann einmal, wenn alle anderen Produkte leer sind, vielleicht einmal für die Wäsche ausprobieren. Wahrscheinlich gibt es ihn dann nicht mehr und der geht dann raus. Bei meinem Glück. Aber ich finde den Duft sehr schön. Dashing, auch ein neuer Duft aus der hölzernen Kategorie. Der hat bei mir, wo ich die Pröbchen bekommen habe, beim Saisonwechsel sofort abgeholt. Dieser Duft, der ist richtig schön. Der hat was Cremiges, was Edles, was Holziges. Das nimmt man auch wahr. Hat wieder für mich persönlich so eine leichte, maskuline Note drinnen. Ich glaube, da ist auch das Mahagoniholz drinnen. Das rieche ich nämlich jetzt. Mahagoni hat nämlich so eine eigene Duftnote. Auch ein richtig schöner Duft, Dashing. Da bin ich so am Überlegen. Also, ich mag ihn wirklich gern. Ist auch von den Düften, so von der parfümigen Note her, von den 10 neuen Düften, die es gegeben hat, meiner Meinung nach so eben genau diese Kategorie: parfümig, cremig, hochwertig. Ob ich den in den Club lege, weiß ich nicht. Habe nämlich auch noch eine Bar da. Und da ist es mir dann wichtiger, komme ich gleich zu dem als nächstes, da ist es mir dann wichtiger, zum Beispiel Cozy Cardigan und Cashmere und Corduroy drinnen zu haben. Das ist der nächste Duft. Cashmere und Corduroy ist nämlich für mich noch einmal die hochwertigere Version vom Dashing. Also die gehen beide in die gleiche Richtung, sind auch beide in der hölzernen Abteilung. Beide haben was Parfümiges, was Cremiges, was Hochwertiges. Aber da ist trotzdem Cashmere und Corduroy mir noch der liebere Duft. Ist ein Klassiker bei Scentsy. Wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder kommen, aber Cozy Cardigan und Cashmere und Corduroy kommen auf jeden Fall in den Club, weil die möchte ich nicht mehr vermissen. Dann habe ich heuer ausprobiert. Das erste Mal hat mir in der Probe komischerweise nie so richtig gut gerochen. Habe ich aber dann trotzdem ausprobiert, vor allem, weil ich mir oft, wenn ich überhaupt Shopping-Links von mir selber auflöse, wo meine Kunden immer fleißig mitbestellen, nehme ich mir dann auch immer gerne wieder Düfte, die ich noch nicht kenne, weil ich damit Pröbchen machen möchte, eben für meine Kunden. Die bekommen dann Happy Mails von mir zugeschickt. Wenn sie ihre Bestellungen ausgeliefert bekommen, kriegen sie natürlich auch Pröbchen dazu, damit sie einfach wieder mal was Neues düfteln können. Und da versuche dann eben tatsächlich immer Düfte auch reinzugeben, die ich noch nie gegossen habe, damit sie einfach einmal wieder was Neues kennenlernen. Tinselberry war da dabei und den mag ich eigentlich richtig gern. Und der hat sich auch wirklich sehr, sehr gut aus den Räumen so herausgehoben. Den habe ich sehr gut wahrgenommen. Vielleicht, weil ich so in dieser Art noch nie an Duft verdüftelt habe, meine Nase dadurch da noch ganz, ja, nicht frisch, das ist das falsche Wort, noch ganz sensibel auf diesen Duft ist, weil ich ihn einfach noch nicht gehabt habe. Aber das ist eben Erdbeere und für mich ist das nicht dieses, oder was? So ein bisschen Walderdbeere geht das in die Richtung. Oder nehme ich das jetzt falsch wahr? Irgendein Duft war, da habe ich gesagt, das ist wie Walderdbeere. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, wenn ihr das riecht. Aber auf jeden Fall, Erdbeere nimmt man wahr, man nimmt eine Würze wahr. Ist kein klassischer Weihnachtsduft, so wie man es sonst so kennt, orange Gewürze und so weiter, aber auch ein schöner Duft, Tinselberry. Also wie gesagt, kein Clubkandidat, aber ein schöner Duft. Sollte es dem nächstes Jahr wieder geben, werde ich mir den auch wahrscheinlich wieder bestellen. Da habe ich aber nur Pröbchen gemacht, das weiß ich 100%. Amazon Rain, ich liebe Amazon Rain. Wenn ich da reinrieche, oh, richtig schöner Duft, wirklich. Aber der hat mir einfach viel zu wenig Wumms. Aber gerade für Neukunden, ich habe das eben jetzt, wenn ich so oft mit den Kunden auch im Austausch bin, gerade Neukunden, die einfach eine andere Nase haben, sagen wir jetzt einmal, die diese Intensität nicht mögen, sind mit Amazon Rain, gerade für den Start, wenn man mit Sensi beginnt, ist es sicher ein toller Duft, um das einfach mal auszuprobieren. Der ist nämlich richtig schön. Ich liebe den Duft an und für sich, das ist so ein tropischer Regenwald. Aber er ist mir einfach viel, viel, viel zu leicht. Also Amazon Rain nehme ich faktisch nicht wahr. Ganz komisch. Als Spot geht es noch eher. Gerade am Anfang habe ich den als Spot gehabt und ich schwöre euch, das hat mich fast hinterisch wieder aus den Räumen rausgeholt.
Vielleicht habe ich dann auch eine Sensibilität für diesen Duft entwickelt. Sehr, sehr schade, weil ich mag ihn nämlich sehr gerne. Und das passiert, das muss ich nur dazu sagen, es hat nichts mit der Qualität zu tun. Das passiert ganz automatisch. Das ist so wie bei eurem Lieblingsparfüm. Wenn ihr einen Duft immer wieder unter der Nase habt, weil ihr euch den zum Beispiel auf den Körper sprüht, bei einem Parfüm, dann riecht ihr selber diesen Duft nicht mehr. Man hat da so eine gewisse Blindheit gegen den Duft. Das ist aber ganz was Natürliches. Der Körper oder das Hirn schaltet dann einfach diesen Duft weg, so eine Art, den kennst du ja schon. Aber der Nächste, der dann zu dir kommt, sagt, was hast du für ein tolles Parfüm? Und du denkst, riechst du das überhaupt? Ja, der andere riecht es, weil er diese Sensibilität auf diesen Duft noch hat. Der riecht es noch, der nimmt es noch wahr. Aber du, weil du es ständig benutzt, nimmst es dann irgendwann nicht mehr wahr, weil du sozusagen duftblind bist. Das ist aber keine Krankheit, das ist auch kein Qualitätsproblem, überhaupt nicht, sondern das ist einfach ganz was Natürliches. Den nächsten, den ich verbraucht habe, da habe ich aber auch, ich meine, nur noch mit den Resten Brüppchen gemacht. Das ist der Eiszitrus. Der Eiszitrus ist ein schöner Duft, ein schöner zitroniger Duft, so leicht eisig, obwohl, ja, hat sowas von Zitronensorbet oder Zitroneneis, ja, so vom Duft her. Es ist keine frisch gepresste Zitrone, sondern eher eine leicht schon süßliche Komponente drinnen. Ich mag ihn sehr gerne, obwohl, und das ist aber bei allen Zitrusdüften so, Zitrusdüfte, vor allem die Zitronendüfte, finde ich, die verändern sich sehr in der Lampe. Also die sind am Anfang schön, die performen auch gut, sind intensiv, aber die verändern sich dann sehr. Und ich mache das da immer so, dass ich weniger hineinlege und wirklich, wenn ich Zitronendüfte haben möchte, täglich wechsle. Weil wenn die sich verändern, mag ich sie nicht mehr schnuppern. Die kriegen dann einen komischen Geruch. Aber ich glaube, das ist an und für sich die Zitrone vor allem. Bei der Orange wäre es mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe ja jetzt auch den Orange Spice Everything Nice zum Beispiel sehr viel gedüftelt. Ich liebe ihn, habe ja einen Club drinnen. Also das ist wirklich, Orange Spice Everything Nice ist für mich auch im Begriff von Weihnachten. Ich habe früher mal auch von anderen Herstellern schon sehr gerne Orangendüfte mögen und der erinnert mich und der hat auch diese leicht würzige Note drinnen mit diesem, riecht so nach Weihnachtsmarkt, nach Orangenpunsch, also ist noch so Kinderpunsch, mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich verdüftet, gar nicht so stark für mich selber, sondern sehr viel Proben gemacht. Also ich glaube, da habe ich nur ein, zwei Würfel für mich verwendet, den Rest wirklich zu Brüppchen verwendet, ist der Enchanted Woods. Enchanted Woods ist so ein mystischer Wald, sollte sein. Ich nehme da in erster Linie wirklich die Kokosnussnote entgegen. Also wenn ihr das aufmacht, die Kokosnuss springt die schon dermaßen an. Für mich kein winterlicher Duft in dem Sinne, dass ich sage, okay, dieses typische Wald, Tannen, Zweige, was man so sich vorstellt. Es ist kein schlechter Duft, Enchanted Woods. Also ich finde ihn interessant, aber es ist für mich kein Winterwald. Also das durch die Kokosnuss in unseren Winterwäldern wächst definitiv keine Kokosnuss. Aber er ist nicht schlecht. Es ist für mich nur kein Duft, der mir jetzt irgendwie an ein winterliches Thema erinnert, sondern so wie das wahrscheinlich, ich glaube, das ist so als verzauberter Winterwald so irgendwie deklariert und so wird es auch gemeint sein. Das ist nichts Reales, sondern das ist durch die Kokosnuss halt eben verzaubert. So in dem Maße nehme ich das jetzt nochmal her. Dann habe ich verbraucht einer meiner Topseller bei den Kunden, bei den Partys, war Sweet Orange and Pomander. Also ich mag den Duft auch sehr gerne. Ich finde ihn nicht schlecht, definitiv würzig. Also der ist nicht fruchtig an erster Stelle, sondern definitiv Würze. Also das riecht so ein bisschen wie Kompott und Weihnachtsbäckerei, aber Würze, also einfach um die Würze, wenn man die da riecht, Nelke, Zimt. Ich finde ihn nicht schlecht, ich mag ihn, aber er ist nicht mein liebster Duft, schon gar nicht von den Orangendüften. Also da habe ich definitiv lieber den Orange Spice Everything Nice, den hätte ich eigentlich auch schon fast mitnehmen können, weil der ist wirklich schon fast leer, da ist nur in der Brick nur noch ein Würfel drinnen oder zwei. Sweet Orange Pomander auf jeden Fall intensiv, kommt sehr schön aus den Räumen raus. Wenn jemand sehr würzige, weihnachtliche Düfte mag, ist der auf jeden Fall gut. Ich persönlich neige dann lieber zum Christmas Cottage, der ist für mich ein bisschen abgerundeter.
Ist ja auch in der würzigen Abteilung Christmas Cottage. Aber für mich ist der Duft etwas runder als wie der Sweet Orange and Pomander. Aber auf jeden Fall, ich habe auch gesagt, ich werde diesen Duft nicht in den Club hineinlegen, weil ich jetzt den Orange Spice Everything Nice drinnen habe. Da habe ich einen würzigen Orangenduft, der aber mehr orangig ist. Und den werde ich mir auf jeden Fall im Club behalten. Aber ich gehe schwer davon aus, wir wissen es nie und seid euch auch nie sicher. Lieber, wenn ihr Düfte habt, wo ihr auch glaubt, der wird nächstes Jahr kommen und ihr wollt auf die nicht mehr verzichten, legt die bitte in den Club. Ihr könnt die immer noch nächstes Jahr, dann sobald ihr hört, welche Düfte dann wieder zurückkommen, rausschmeißen. Aber nicht, dass ihr den verliert. Arctic Kiss habe ich auch als Wäscheduft hier gehabt aus der Feiertagskollektion. Habe ich mir auch als Bar geholt. Ich finde den Duft, ich mag ihn gern. Ich hatte ihn auch wirklich in meine Weihnachtsfavoriten drinnen. Aber ich merke jetzt, wenn ich so reinrieche, jetzt habe ich es schon satt. Also jetzt bin ich durch das vor allem, weil ich das auch beim Wäschewaschen gehabt habe die ganze Zeit. Der Duft ist gut. Der hat wirklich was Arktisches, was Kühles. Wenn man das, da kriegt man einfach so ein Bild vom Kopf von dieser, von diesem Eis und von dem ganzen, also von diesen Eisschollen und dem ganzen. Der riecht wirklich gut. Ich mag ihn gern überhaupt mit dieser leichten Vanillenote da auch noch hinten drinnen. Aber jetzt sage ich definitiv, jetzt ist genug, es reicht. Also den habe ich jetzt wirklich genug gedüftet. Ich habe auch noch Wäscheprodukt da. Die verwende ich aber tatsächlich jetzt gar nicht, weil ich bin jetzt wieder ganz auf Fiji Flower und der White Amber Antique, da war ich, habe ich mich ja so gefreut bei der Wäsche, ist leider nicht 100% meins. Also der Duft ist jetzt nicht schlecht, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, kann ich nicht verwenden. Man nimmt auch was wahr, also er ist da, also man riecht es, aber es ist kein White Amber Antique für mich. Es tut mir leid, also das ist nicht gut umgesetzt worden. Nächster Duft, den ich da jetzt auch... Den mag ich immer noch. Habe ich aber auch nicht so extrem verdüftet wie den Arctic Kiss. Ich finde ihn auch persönlicher, wenn ich ihn jetzt gegenüberstelle. Persönlich Silver Bells schöner. Silver Bells ist von diesen minzigen, arktischen Düften, also kühlen Düften, definitiv schöner. Weil da einfach da ist was Süßliches drinnen. Also das ist viel süßlicher, mehr so Feiertage. Trotzdem frisch, trotzdem die Minze präsent. Also Silver Bells ist auch ein sehr schöner Duft und ich hoffe auch, dass es den nächstes Jahr wieder geben wird. Wie gesagt, es wird für mich nicht so sein, dass ich ohne den nicht mehr leben kann, aber es wäre natürlich schön. Und was ich diesen Monat auch verbraucht habe, auch Brötchen gemacht habe, White Amber and Silk. White Amber and Silk ist ja für mich so diese schöne, geduschte Frau, frisch gepflegt. Richtig hochwertiger Duft, da ist eben, so wie es der Name sagt, Amber drinnen. Das macht es ein bisschen parfümig, macht es edel, macht es hochwertig, ist in der frischen Abteilung drinnen. Und deswegen für mich ist White Amber and Silk so die frisch geduschte Frau. Und White Amber and Teak, da kann ich leider anschließen, White Amber and Teak bei den Bots, ist für mich der frisch geduschte Mann aus der hölzernen Abteilung. Richtig schöne Düfte, einmal ein bisschen weiblicher, einmal ein bisschen männlicher. Mag ich beide gern. Bei den Bots habe ich nicht so viel verbraucht, da habe ich nämlich jetzt aktuell im Winter, weil ich ja sehr viele Lampen eingeschaltet habe, wirklich nur in meinem Flur einen Mini-Ventilator laufen, wenn die Kunden hereinkommen, wenn meine Gäste, wenn wir hereinkommen, dass wir einfach einen tollen Duft haben, weil da habe ich nirgendwo eine Ablage, wo ich eine Lampe mit Steckdose also einstecken könnte, deswegen leuchtet der Mini-Ventilator in der Wandsteckdose. Und da habe ich eben White Amber and Teak verbraucht. Das ist einfach ein Duft, der geht immer, den mag ich sehr gerne. Velvet Moon habe ich da verbraucht. Auch ein richtig schöner, kühler, blumiger, hochwertiger Duft. Den mag ich auch sehr gerne. Dann war ja in der Whiffbox drin das Cranberry Candy Cane als Pots. Die habe ich auch sehr gern gehabt. Ich habe auch den Duft verdüftet. Das habe ich euch aber schon beim letzten aufgebraucht gesagt. Also Cranberry Candy Cane habe ich schon beim letzten, meine ich, leer gemacht. War auch einer meiner liebsten Düfte heuer in der Feiertag-Kollektion. Habe ihn aber schlussendlich nicht in den Club gelegt, weil ich einfach wirklich entschieden habe. Ich habe gesagt, Bianca, du musst einfach wirklich, also ich muss einfach wirklich ein bisschen haushalten. Wir haben immer wieder neue Kollektionen. Ich kaufe ständig ein und da können im Club einfach nur Düfte drinnen sein, die absolut unverzichtbar sind. Und also ich mache das nicht mehr, nicht, dass, oder ich mache es einfach nicht, ich will das einfach nicht
so viel Geld auszugeben dann für Dinge, die ich dann stapel irgendwo, weil ich ja dann doch wieder die neuen Düfte verwende. Also da kommen wirklich nur Düfte rein, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Und das Letzte, was ich euch noch zeige, ist von den Bots das Christmas Cottage. Obwohl, bei dem riecht man sogar was, weil bei den Bots ist ja kein Duftöl, deswegen riecht man fast nichts. Aber bei Christmas Cottage ist so intensiv, dass man das auch noch riecht. Auch ein richtig schöner Duft, eben auch für den Flur. Da habe ich eben so die Düfte des Cranberry Candy Cane Christmas Cottage. Man hat ja mit jedem Bot 120 Stunden Lufterlebnis und die gibt dann eigentlich auch nur an hinein. Außer es sind Düfte, die nicht so intensiv sind, dann haue ich beide Körbchen hinein, damit es einfach mehr Duft gibt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, war wieder ziemlich lang. Ihr könnt mir sehr gerne auf Instagram folgen, da informiere ich immer ganz zeitgerecht über die Angebote, die reinkommen. Und ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon wieder ein bisschen auf die neuen Düfte, auf frischere Düfte, einfach ins neue Jahr ein bisschen anders zu starten. Jede Zeit hat so seine eigenen Düfte. Und ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten hineinschreiben und auch meine Webseite, wo ihr die Produkte bestellen könnt. Sie würde mich wirklich irrsinnig drüber freuen. Bin ja auch noch ganz klein. Dann findet ihr das unten in der Infobox. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.